Wie sehen Sie denn da das aktuelle Konjunkturpaket? Also ich habe mir mal dieses Eckpunktepapier angeguckt, da werden ja irgendwie so 130 Milliarden ausgegeben und ich sehe da irgendwo so an die 30 Milliarden, die irgendwo in Richtung Umweltschutz oder Klimaschutz gehen. So. Und 100 Milliarden würde ich jetzt irgendwie ja, als klimaneutral oder sogar schädlich verorten. Ist das denn jetzt die richtige Maßnahme? Weil ich glaube, wir werden jetzt nicht irgendwie 10 Jahre nochmal und alle 5 Jahre nochmal so ein Konjunkturpaket beschließen können, um die Energiewende also definitiv zu treiben. Also beim Konjunkturpaket, also gut, man ist ja mittlerweile von der Erwartungshaltung ja schon relativ negativ. Ich habe noch viel Schlimmeres erwartet, also dass man wirklich das Rad komplett zurückdreht. Das tut man offensichtlich nicht radikal. Aber natürlich, wir hauen 9 Milliarden Euro für die Lufthansa raus und wir wissen eigentlich, dass wir alle halb so viel fliegen müssen. Und unser Finanzminister verspricht, das Geld kommt alles mit Zinsen zurück. Wie soll das funktionieren, wenn wir nach Corona alle weniger fliegen? Also das heißt, die Hälfte der Airlines wird dann eh pleite gehen und wenn wir zumindest mal den Klimaschutz einhalten wollen. Und das heißt, das sind staatliche Gelder, die da reingebuttert werden, ohne irgendwelche Auflagen, ohne irgendwelche Gedanken an den Klimaschutz zu machen. Das sieht man in anderen Bereichen auch. Das heißt also, Klimaschutz spielt da keine so eine große Rolle. Man hat das ein bisschen kaschiert mit Klimaschutzprogrammen. Am Anfang wollte man eine Autoprämie ja einführen, auch für Benziner und Diesel. Das hat man nicht gemacht. Nun hat man aber auch eine Mehrwertsteuersenkung für Autos. Also durch die Hintertür passiert das natürlich schon. Also wir subventionieren über die reduzierte Mehrwertsteuer dann schon Benziner und Verbrenner und das nicht unerheblich mit Milliarden. Dann gibt es eine Prämie für Elektroautos. Es gibt auch Geld für den öffentlichen Nahverkehr, aber man muss natürlich sagen, also durch Corona hat der Verkehr so stark gelitten, dass wir hier nicht dran denken können, irgendwelche massiven Ausbauprogramme zu haben. Wir müssen jetzt die Linien, also die Taktraten erhöhen, mehr Linien bauen, mehr Fahrzeuge anschaffen. Das werden wir mit dem Geld nicht können. Wir werden mit dem Geld nur die Verluste kompensieren können, die durch Corona aufgetreten sind. Und insofern diesen riesen Aufbruch, den wir bräuchten für eine neue Mobilitätswende, sehe ich in dem Bereich nicht. Und im Bereich der Energieversorgung steckt man das Geld im Wesentlichen in Wasserstoff. Und das ist eigentlich fatal. Also das ist im Prinzip eine Bankrotterklärung. Wir wissen, dass wir nicht mal 20% erneuerbare Energien haben. Und nun redet man die ganze Zeit von Wasserstoff. Wasserstoff ist aber kein Energieträger, der erneuerbar ist. Den muss man erstmal herstellen. Und wenn ich jetzt also mit dem geringen Anteil erneuerbarer Energien anfange, Wasserstoff herzustellen, der ja viele Verluste hat bei der Herstellung, dann brauche ich noch mehr Energie und dann sorgt das dafür, dass dann auch die fossilen Energieträger, also Kohlekraftwerke, länger laufen müssen, damit ich am Ende den Wasserstoff herstellen kann. Also da passt alles nicht zusammen und da sieht man, dass man überhaupt gar keine Fantasie und gar keine Struktur hat, irgendwo ein Energiekonzept aus einem Guss zu machen. Das ist so ein bisschen Lobbypolitik und Wasserstoff zaubert mir jetzt aus dem Hut. Das klingt ganz gut. Da kann man wieder so ein bisschen die Leute mit blenden und von den Versäumnissen, die wir hier bei dem Ausbau der solaren Windenergie haben, wo man auch gar nicht willens ist, irgendwas zu ändern momentan. Im Konjunkturpaket steht überhaupt nichts drin über eine Beschleunigung des solaren Windenergieausbaus und somit haben wir weiterhin keine Chance, klimaneutral zu werden. Wasserstoff kann uns da nicht helfen, wenn uns nach wie vor die Energie aus Solar- und Windenergie fehlt. Ja, ja. Also so habe ich das auch gelesen. Ne? Obwohl ich mir denke, das wäre ja so einfach. Man soll ja einfach die ganzen Deckel wegnehmen. Ja? Das wäre wahrscheinlich ein Selbstläufer. Genau. Da bräuchte man gar nicht mehr groß zu subventionieren. Also einfach die Bürokratie beseitigen. Also es gibt ganz viele Hersteller, die Photovoltaik auf der grünen Wiese sogar ohne Förderung bauen möchten. Ja, also wenn die Rahmenbedingungen sind, dann findet man auch Unternehmen, die den Strom abnehmen. Das heißt also, man muss einfach die Rahmenbedingungen so ändern, dass es einfach ist. Bei den Dächern vielleicht, also da braucht man noch ein bisschen Förderung, aber das ist auch marginal. Das heißt, wir könnten jetzt sozusagen den Turbo starten für den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Kosten für Energie würden minimal ansteigen dadurch und wir hätten ein Riesenkonjunkturprogramm, das kaum etwas kosten würde. Aber diese Chance, die hat man ganz klar versemmelt. Ja, okay. Ja, also wenn wir das jetzt zusammenfassen, wir könnten eigentlich, ja, aber wir machen es einfach nicht und es gibt die entsprechenden Beschlüsse nicht. Ne? Und wenn ich das mal so interpretiere, ne, ich bin ja jetzt so seit 1,5 Jahren in dem Thema und ich mache mir wirklich große Sorgen, ja, weil dieser Pfad, den wir jetzt bestreiten, ist ja ein riesiges Terraforming-Projekt. Ja, und wir werden in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten einen ganz anderen Planeten hier schaffen. So, ja, und die Warnungen sind halt da, aber wenn ich mir angucke, wie das in Deutschland angegangen wird, ist wir steuern ja irgendwie gewollt in diese Richtung. Ja? Und also mich macht das total kirre, muss ich ehrlich sagen. Hätten Sie vielleicht noch
irgendwie ein paar Worte an die Zuschauer. Was sollen wir machen, um die Wende zu kriegen, um die Kurve zu kriegen? Wir haben ja richtig viel hinbekommen in den letzten 2 Jahren. Also wir haben, ich bin ja schon sehr lange dabei, deswegen also ja, ist man dann auch mittlerweile so ein bisschen abgehärtet von den Verfehlungen, die dann passieren. Und was mir natürlich viel Hoffnung macht, ist die Entwicklung im letzten Jahr durch Fridays for Future, Parents for Future, Scientists for Future, die also alle hier massiv in den Bereich reingehen. Und es gibt einfach hier ein sehr, sehr starkes Zivilengagement der Bevölkerung, die also hier ganz klar auf die Energiewende drängt. Und da kommt die Politik auch nicht mehr wirklich daran vorbei. Das heißt also, es wäre ja noch viel schlechter in Deutschland, wenn wir diesen Druck aus der Bevölkerung nicht haben. Und die Verfehlungen im Klimaschutz werden natürlich auch jedes Jahr immer sichtbarer und radikaler werden. Und wir müssen den Druck einfach aufrechterhalten. Und deswegen wird auch eine der nächsten Regierungen gar nicht mehr anders können, wie richtigen Klimaschutz zu machen. Wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Lager. Ich denke, Frau Merkel, also das hat sie schon angedeutet, würde doch gerne mehr Klimaschutz machen, als eigentlich sie mit der CDU durchsetzen kann. Also da gibt es durchaus auch unterschiedliche Lager, auch im Regierungsbereich. Und nun müssen wir versuchen, diese Lager zu stärken, die, sage ich mal, auch bei den konservativen Parteien progressiv sind. Und Klimaschutz muss eigentlich ja, also es ist ja absurd, es ist ja eigentlich, müsste ein Thema aller Parteien sein. Wir haben gesagt, also für den Wirtschaftsstand Deutschland optimal, die FDP müsste die Klimaschutzpartei Nummer 1 sein, wenn es einfach hier um neue wirtschaftliche Chancen geht, die wir dann haben. Die AfD müsste eine Klimaschutzpartei sein, weil also der Klimawandel wird einfach auch Deutschland, so wie es ist, zerstören. Unsere Natur, unsere Kultur, unsere Heimat, also insofern. Und natürlich trifft das auch die CDU. Der Klimawandel trifft zuerst die Schwachen und Armen, also ein Thema der SPD und der Grünen sowieso. Das heißt also, wenn man wirklich mal den Klimawandel, wie er eintritt, logisch durchdenkt, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, dass irgendeine Partei in Deutschland irgendwie auf die Bremse tritt beim Klimaschutz. Und das müssen wir den Politikern klar machen. Und das müssen wir auch sagen, dass die Bevölkerung jetzt erwartet, dass die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden und dass man nicht in Deutschland wiedergewählt werden kann, wenn man irgendeinen Mist und eine Lobbypolitik macht. Und wenn wir das entsprechend durchsetzen, bin ich fest davon überzeugt, dass es uns in den nächsten 5 oder 10 Jahren viel, viel schneller gelingen kann, die Wende zu kriegen, als wir es uns vorstellen können. Die Technik ist da, wir wissen, wie es geht, sie ist bezahlbar und wir wissen, dass wir es eigentlich machen müssen. Und das Einzige, was uns daran hindert, sind also unfähige politische Rahmenbedingungen und Lobbyisten, die hier auf die Bremse treten. Und ich glaube, das können wir in einer Demokratie überwinden. Und daran müssen wir jetzt einfach dringend arbeiten. Ja, super. Also, Aufruf an alle, geht auf die Straße. Senkt euren CO2-Fußabdruck, seid Vorbilder und geht auf die Straße. Wir müssen viel, viel mehr Leute werden, um wirklich Druck auf die Politik zu machen. Definitiv. Also jeder kann natürlich auch in seinem eigenen Handlungsfeld einiges machen. Also wir haben jetzt in Corona einiges gelernt. Also Fliegen ist Mist fürs Klima. Das heißt also, 10% der CO2-Emissionen in Deutschland kommen aus dem Flugverkehr. Da kann man persönlich einfach sehr viel dran arbeiten, weil also ich muss in der Regel ja nicht fliegen, zumindest mal nicht privat. Dann kann man natürlich auch gucken, der Fleischkonsum ist auch ein sehr großes Problem. Also das sind 2 Stellschrauben, in denen jeder was machen kann. Den Stromanbieter kann ich wechseln. So, dann habe ich schon mal also durch die Bank im Schnitt 3 Tonnen CO2 eingespart, ohne dass es irgendwie richtig dramatisch ist. Das sind Sachen, die jeder unternehmen kann. Für den Rest brauchen wir die Politik, weil wir natürlich nicht in allen Bereichen unseren CO2-Ausstoß senken können, gerade im öffentlichen Bereich, also ob die Bahn oder der Bus mit Diesel fährt oder nicht, das ist erstmal nicht das, was wir unbedingt beeinflussen können. Und deswegen müssen wir da auf die Politik einwirken. Aber deswegen 2 Sachen sind wichtig. Erstmal selber an die eigene Nase fassen, die Bereitschaft da haben, etwas zu verändern, das, was geht, zu machen. Da gibt es auch tolle Rechner beim Umweltbundesamt, gibt es einen CO2-Rechner, da kann man sich seinen CO2-Ausstoß selber berechnen und auch schauen, wo kann ich wirklich was tun. Also ich denke mal, ein Drittel CO2 einsparen kann jeder, ohne dass es wirklich richtig wehtut, nur durch leichte Verhaltensänderungen. Und den Rest, da müssen wir Druck auf die Politik machen, auf die Straße gehen, zu den Abgeordneten, einfach mal in die Bürgersprechstunde gehen und sagen, du, ich habe hier Kinder, was macht ihr denn überhaupt dafür? Und da sitzen normalerweise die Lobbyisten, also aus den Automobilkonzernen, und dem müssen wir einfach was entgegensetzen. Und wenn das groß genug ist und die Abgeordneten auch wirklich die Sorge haben müssen, nicht wiedergewählt zu werden, wenn sie keinen Klimaschutz machen, dann wird auch etwas passieren. Ja, nur so wird es funktionieren, so denke ich auch. Super. Vielen lieben Dank, Herr Professor Quaschning, für dieses Interview. Und ja, wir powern jetzt rein, um die Kurve zu kriegen. Dankeschön. Danke auch. Danke, dass ihr alle so zahlreich dabei seid und die Aktion und die Bewegung unterstützt.